Hallo Leute, heute mache ich ein paar übers Knie gezogene oder auch Kniekrüchle genannte. Was das ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Zuallererst brauche ich dafür einen Hefeteig und dafür mache ich mir schon mal die Milch warm. Einmal auf den Herd damit. Die muss auch nur warm werden und nicht heiß. Dann kommt das Mehl in die Schüssel rein. Eine kleine Kuhle in die Mitte. Und da brösele ich mir jetzt die Hefe rein. Übers Knie gezogen sind geradezu Fasching und Karneval, je nachdem, sehr beliebt. Und zwar haben die einen ähnlichen Teig wie Krapfen, aber die werden in der Mitte relativ dünn ausgezogen. Und naja, ihr seht es ja selbst. Ist mal was anderes. Ich kenne die nur aus dem süddeutschen Raum. Falls ihr die in anderen Gegenden auch noch kennt oder vielleicht noch andere Namen dafür habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Und gut, hier kommt jetzt noch Zucker mit dazu zu der Hefe. So, dass die ein bisschen Nahrung hat zum Arbeiten. Und da geben wir jetzt auch die warme Milch mit dazu. So. Ganz klein wenig vermischen. Das ist jetzt ein sogenannter Vorteig. Das heißt, die Hefe kriegt jetzt ein bisschen Nahrung zum Arbeiten, dass die sich schon mal bereit macht für den Teig. In der Zwischenzeit packe ich die Butter schon mal zu der restlichen Milch dazu. Ja. Stell die auch schon mal warm, dass die schmelzen kann. Und den Vorteig, den lasse ich jetzt so für 20 Minuten ungefähr ruhen, gehen. Und dann geht's weiter. So, die Hefe hat jetzt Zeit aufzugehen. Und man sieht auch sehr, sehr schön, die hat gearbeitet, die ist richtig schön, die hat richtig schön Blasen geworfen. Und da kommen jetzt die übrigen Zutaten dazu. Da habe ich hier einmal Vanillezucker, eine Prise Salz. Und dann habe ich hier noch die restliche warme Milch mit der Butter. Kommt jetzt auch mit dazu. Und dann habe ich hier noch drei Eier. Darauf achten, dass die Zimmertemperatur haben, dass sie nicht zu kalt sind. Das würde sonst dem Teig nicht so gut tun. Und das alles verkneten wir jetzt zu einem richtig schönen, fluffigen Teig. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das natürlich auch damit machen. Ich mache das jetzt gerade von Hand. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Nicht so viel. So, dann gebe ich den Teig gerade da drauf. Kann ich ihn nämlich besser kneten. Der Teig ist jetzt noch ziemlich klebrig, aber ist schon ganz okay. Der braucht ein bisschen Feuchtigkeit. So. Jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Hefeteig und den lassen wir jetzt noch mal mindestens auf das Doppelte aufgehen. Das hängt dann immer davon ab, wie warm es ist. Aber lass den ruhig schön langsam aufgehen. Lass den jetzt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde lang stehen und dann machen wir weiter. Ich habe den Hefeteig jetzt eine dreiviertel Stunde lang gehen lassen und wow, der ist richtig schön groß geworden. Jetzt hole ich ihn mir raus, ein kleines bisschen Mehl und daraus mache ich mir jetzt so Teigküchlein und zwar sollen das so etwa zwischen 12 und 15 Stück werden, je nachdem, nur so eine ungefähr Angabe. So, die forme ich mir jetzt so in kleine Küchlein. So. Ein kleines bisschen Mehl auf mein Blech. Da packe ich die jetzt drauf und dann lasse ich sie noch mal gehen, damit sie noch luftiger werden. So. So. Da packe ich jetzt noch mal mein Geschirrtuch drüber und lasse die einfach noch mal aufgehen, dass sie die doppelte Größe haben, also zumindest deutlich vergrößert sind. Und dann geht's weiter.
Ich habe die Küche jetzt noch mal gute 20 Minuten gehen lassen und man sieht deutlich, sie sind schon ein ganzes Stück größer geworden. Und jetzt formen wir sie uns. Und zwar, das besondere Merkmal an den Küchlein ist, dass die in der Mitte hauchdünn sind und am Rand so eine Wulst haben. Genau das machen wir jetzt. Also entweder mit so einem Kochlöffel, die heißen ja auch übers Knie gezogen, also ich gehe mal davon aus, dass es daher kommt, weil man die vielleicht früher über die Knie gezogen hatte. So, und jetzt eben versuchen, die hauchdünn auszuziehen in der Mitte. Und dann backen wir die gleich in dem heißen Fett raus. Das habe ich mir schon mal temperiert. Braucht noch einen kleinen Moment, bis es heiß ist. So. Jetzt hier so einen Kochlöffel genommen, statt sie übers Knie zu ziehen. Ist vielleicht ein bisschen hygienischer. So. Und auch versuchen, dass sie in der Mitte nicht reißen, sondern wirklich nur hauchdünn ausgezogen sind. Dann habe ich mir hier so ein Infrarotthermometer. Da messe ich mal gerade nach. Ich habe jetzt 150 Grad. So 160, 170 soll es haben. Gehen wir noch ein klein wenig höher und dann können wir sie rausbacken. Ich habe jetzt eine Temperatur von 160 Grad und dann fangen wir mal an. So, also ich mache die jetzt, also wenn ihr einen größeren Topf habt, könnt ihr auch mehr reinmachen. Ich muss sie jetzt einzeln machen, weil der Topf schon sonst zu klein ist, denn die gehen noch ganz schön auf. So, und jetzt vorsichtig reinlegen. Steigen dann auch direkt an die Oberfläche. Und dann bildet sich in der Mitte so ein Hütchen. Und das müssen wir dann zwischendurch immer so ein bisschen mit Fett begießen, dass es auch gleichmäßig schön backt. Und sobald die Unterseite schön goldgelb gebacken ist, drehen wir sie vorsichtig um. Wow, sieht schon toll aus. Jetzt backen wir das Küchle gerade noch fertig. Und dann können wir auch schon das nächste reintun. Und dann ist das erste auch schon fertig gebacken. Das kommt jetzt auf ein Tuch. Und da lasse ich es noch gerade abtropfen. Nochmal kurz nachmessen. Steigt jetzt auf 170 Grad, also geht es ein klein wenig runter. Und dann kommt das nächste Küchlein rein. Den Link zum Rezept, den findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Da erkläre ich das Ganze dann auch nochmal. Und dann könnt ihr die bestimmt zu Hause nachbacken. Ich werde jetzt noch die restlichen übers Knie gezogenen rausbacken. Euch danke ich herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr es selber nachbacken wollt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie sie euch gelungen sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!